herzlich willkommen zurück zu Crossout mit dem Randy zusammen, dem Sachs-Let's-Player. Hallöchen, und so. Tino. Ja. Ihr seht, wir haben schon mal ein neues Auto wieder am Start. Der Randy, bei dem könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, der hat einen Promo-Account. Das heißt, der hat auch ein paar neue Sachen mit am Start und hat sich da noch ein Auto zusammengebaut. Und bei mir ist es so, ich habe jetzt dank der Entwickler, da nochmal ne, ganz großes Dankeschön, das zweite Upgrade gekriegt. Warte mal, wo kann man, achso, wenn man hier auf die Coins klickt, ne? Purchase, bei genau. Shop oder Store. Nee, auf die Coins und am Purchase. Oder so. So. Oh, so, das haben wir ja schon gekriegt, das Born to Fly. Und jetzt haben wir noch den Midgar. Ne? Das haben wir jetzt bekommen. Ihr seht, ganz normale 25 mm, fette Kanone oben drauf. Das Teil ist auf jeden Fall richtig lässig und macht auf jeden Fall dick Schaden. Hier, Auto Cannon 25 mm, hat einen Powerscore von 1100, was ziemlich heftig ist. Ich habe das Ganze aber noch ein bisschen modifiziert. Ich habe noch einen Generator dran gebaut, der nochmal 2 Energie bringt. Ich habe zusätzlich noch ein Maschinengewehr drauf gebaut, ein leichtes. Habe einiges an Stahlplatten noch dran gebaut, um einfach ein bisschen besser zu panzern. Und habe hier hinten zusätzlich zu dem Weapon-Cooler, den wir hier unten drin haben, der ist original drin, habe ich noch einen Weapon-Radiator gebaut, welcher 30% weniger Überhitzung gibt. Also das heißt, wir kühlen schneller und wir überhitzen langsamer. Das ist natürlich eine Kombination, welche ziemlich gut ist, weil wir können eigentlich so maximal lange schießen. Ja? Und das wollen wir ja. Richtig. Eigentlich wollen wir gar nicht aufhören mit Schießen. So, jetzt ist nur die Frage. Habe ich den Vorteil. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir? Ich habe das letzte Mal mit Freezy Raids gemacht. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher, welche das waren. Was? Race? Wieso ein Race? Easy Race? Hä? Wieso ein Race? Keine Ahnung, machen wir mal, oder? Machen wir einfach mal. Invasion? Bin ich mir nicht sicher, ob wir das nochmal probieren sollten aktuell oder ob man immer da noch relativ hart auf den Arsch kriegen oder in den Arsch, ich weiß es nicht. Randy, dir gefällt ja im Arsch besser, ne? Nee. Wenn er mal von sich selber redet. Oh, ich hasse die Map. Mag diese grüne Pfütze in der Mitte nicht. Ja. Aber ich bin der Stärkste mit 3,5, 2000, 1900, lol. Ja, voll die Anfänger. Vor der Woche selber noch so rumgefahren. Jetzt ist große Maul der Bob. Ja, so, dann schauen wir mal. Oh lol, mein Auto. Ach du Scheiße. Ich glaube, mein Auto ist ein bisschen schwer. Da sollte man natürlich drauf achten. So, geleckt da hinten. Was heißt das jetzt? Fahren wir ein Rennen? Was? Nein, wir müssen die Pakete da einsammeln, die da stehen. Ach, und das sind Gegner. Und da werden dann relativ zeitnah Gegner spawnen, ja. Lalalalalala. So, den haben wir schon mal. Eingesammelt. So, nun müssen wir weiter, ne? Drehst du den mal rum da hinten? Naja, das bin ich. Oh, lol. Sinkt. Kann man nur so unfähig sein. Ja, großes Maul, sobald immer Geld geflossen ist. Ich hab irgendwie das Gefühl. Lol! Ja, verdient. Das hat er sich gleich verdient. Ne, das was kommt weiter. Ich gesagt, ich hasse diese verfickte Map. Ich hasse diese Kack-Map. Die geht mir einfach so auf den Sack. Ich hasse diese Map. Aber ich hab hier ein jetzt Problem. Soll er mal ein bisschen Gas geben, sonst haben wir gleich ein Problem. Meiner Waffe. Oh Gott. Enemy destroyed. Danke. Haben wir gerade nochmal so gerettet. Alter, Scherbe die Kanone, ich finde die genial. Ja, die ist ein bisschen heavy. Na, 25 mm halt. 25 mm ist echt fett. Lass mir was übrig, ich will auch mitspielen. Ich habe gerade aktuell noch ein Problem. Komm. Okay.
mir gerade ein Problem. Meine Kanone, ich weiß nicht warum, aber die macht hier, die springt hier so komisch. Warum? Was ist hier vorne? Ach, wegen diesem Ding da auf dem Dach oder was? Ernsthaft wegen diesen Dingern auf dem Dach? Ach, das wäre ja blöd. Die muss ich nochmal abbauen. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Kein Problem. Oder die Kanone noch ein bisschen höher setzen. Wahrscheinlich eins höher setzen. Das wäre optimal, glaube ich. Also, wenn die Kollision hat, ist es, ja. Die muss ich ja schon irgendwie drehen genau, können. Wenn ich geradeaus ziele, kann ich nur nach oben oder nach unten. Achso, na ja, gut. Aber meine Karre ist einfach zu schwer. Einfach zu schwer. Aber so ist ganz cool, ne? Wir haben nicht mehr viel Zeit, ne? Das ist richtig. Haben eingesammelt, das ist gut. Ja, den haben wir geholt. Oh lol, wer hat denn jetzt geschossen? Könnten Gegner gewesen sein. Scheiße. Was denn? Ah, der hat mich zerruppt, da habe ich nicht drauf geachtet. Du fährst da jetzt in den See, mein Freund. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wir destroyen hier ganz schön viel eigentlich. Geht so locker flockig von der Hose, ne? Das geht locker hier. Ach, hier ist der Promo. Der Homo-Promo. Was ist nur der eine da unten? Naja, das sind mehr, aber. Ach, da kommen noch ein paar. Toll. Der hat wieder die dicke Kanone drauf, müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Dahin. War hier irgendwo. Na egal. So, fahren wir mal hier außen rum. 7 von 10 haben wir auf jeden Fall schon. Hab schon 6 Stück zerstört. Ist nicht schlecht. Komm her. So, irgendeiner staubt hier ständig ab. Ich glaube, das bist du, Assi. Hm, glaube ich ja, nicht. Ja, guck mal. Na klar, 10 Kills. Du staubst jetzt mal meine ab, du Blebbo. Oh nö. Bleib stehen, Alter. Wurscht. Nee. Na komm, wo ist es denn? Ja. Das ist meiner, verpiss dich. Du ein hässliches Kind, einer. Ey, ohne Mist, Alter. Was bist du für ein Faggot, ey? Hör doch mal auf, jedes Mal meine Kills zu snacken, ey. Ich schieß halt einfach nur auf Gegner. Nee, ich schieß auf Gegner. Wo stehst denn du? 6, passt doch. Nee, passt eben nicht. Ich hau hier mit meiner 25 Kilometer Kanone freckig hier alles an. Und der staubt hier ab, ey. Buttons, was? Och lol. Das war ja billig. Das war ja wirklich billig. So, 7 Kupfer, Kupons, 525 XP. Gab auch nicht viel XP. Aber ich muss die Dinge abbauen hier ganz kurz. Das dauert aber nur eine Sekunde. Ich glaube, diese jene sind im Weg. So, Battle. Race, das verstehe ich nicht. Ja, hier ist halt einfach so. Ja, aber das haben wir doch vorher nicht gemacht. Was mit diesen Verteidigen? Ja, das kann halt immer wieder kommen. Was weiß ich, jetzt waren es halt Kollektoren. Wechselt das immer ab oder was? Kann durchaus nicht. Warte mal, waren denn das denn vorher? Ich glaube, das haben die, vielleicht haben die das auch geändert. Wenn du bestätigen würdest, können wir anfangen. Es ist, hab bestätigt, wie du siehst. Ach so, ja, stimmt. Bestätigt. Rating. Sehe nicht. Ich habe jetzt mal Invasion gemacht. Wieder mal.
2000 PS, ey. Wir haben 3500. Also ich habe 3500. Muss da mal was gehen. Nicht. Hatten wir vorher auch. Na, was finden würde? Spielt halt kaum noch einer. Warum? Invasion. Warum? Ja, bringt ja scheinbar auf den niedrigen PS-Klassen nichts. Freilich. Naja, freilich. Bis der Boss kommt. Bis der Boss kommt, dann nur Tiff. Durchschnittliche Wartezeit 52 Sekunden, ist natürlich doof. Tja. Das ist der Durchschnitt. Welches Level bist du eigentlich in Game? 40. Welches Level? 40. Oh ja, wenn du einen schwulen Brumm-Account hast mit deinem Main-Account, Junge. Ja, was weiß ich, 12, 13, irgendwie sowas. 40, 40, ey. Ich eine Stunde gespielt mit dem Ding, 40, ich bin Level 40. 40. So, 52 Sekunden gewartet und jetzt? Passiert nicht. Wollen wir mal über was gegen Rische spielen? Nein, wir haben 3110. Nicht. Dann sollen wir ein Match gegen Rische Spieler machen. Dann machen wir Missionen. Dann machen wir Missionen. Was soll es? Aber trotzdem doof, oder? So. Oh, hat er schon angefangen. Naja, nee. Halt, nee, halt. Nee, 20. Bumm. Bei 20 mm Autocannons. Was haben die so drauf, okay. Der hat eine dicke Wumme. Ja, der hat eine Kette verloren. Camper auf jeden Fall. Okay. Er hier? Hm, das Bleib verlieren sie noch. Auch tot. Jawohl, es ist so ein Mittelding. Ja, es ist wohl wahr. Ja, Ketten. Wow, 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 wow. Hinter ihm, falls er es nicht gemerkt hat. Wow. Und tschüss. Oh, da kam eine Rakete geflogen. Einer wehrt sich noch verzweifelt. Mit seinem Auto kennen. Wow. Und was war denn das gerade? Das war dieser Raketenwerfer. Ah, nicht dieser Pre-Launch, Launcher. Raketenwerfer ist ja echt mies, oder? Ne, es gibt halt, ne, es gibt zwei Orten, ne? Immer die Gelenkten und immer die Ungelenkten. Ja, gelenkt, gelenkt, schon klar. Oh, aber die hauen schon richtig fett in die Fresse. Ich glaube, jeden Treffer so 100 und ein paar zerquetschte. Ach, wenn... du, 4000 PS. Ja. Hm. Gucken wir mal. Scheiße. Oh, einer ist rausgegangen. Dann kommt sofort neu oder zurück. 4000 PS ist rausgegangen. Hm. Mit der Kanone geht trotzdem nicht. Stimmt denn da nicht? Was ist denn da im Weg? Kannst du vor dich ziehen. Ja, aber die geht so komisch hoch runter. Hm. Hier oben auf dem Berg und helfen ein bisschen mit. Wow! Da ist mir gerade mal schöne Rakete in den Bug geknallt. Was war da denn los? Hm. Die nehmen unsere Base ein. Fuck! Das ist schon bei Idee, ihre Base. Ja.
Oh, die sind zu zweit bei unserer. Ich versuche zurückzufahren. Ey, ihr müsst da alle rein. Ja, sind gerade da. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Das läuft gerade auf dem Unentschieden raus. Obwohl, ne, jetzt haben wir Vorteil. Jetzt haben wir auch Vorteil. Greift die gerade an. In der Base bei uns. Gewonnen. Sehr gut. 1186. Bei dir? Oh, ja. Oh lol, ich hab Electronics gekriegt. Was hast du gekriegt? 1186. Ja, 400, ne? Ja, cool. Ja gut, ja. Können wir machen. Oh. William ist noch dabei hier. So, eins machen wir noch, Leute, weil wir so lange rumgewartet haben vorhin. Hängen wir einfach 2 Minütchen dran. Oh, wir haben 4300, oh lol. Dafür haben die auch einen 4-Linser. Ja. Ah, die neue hier. Zu viel Wasser. Wasser? Ja, dieses. Wo ist denn hier Wasser? Da vorne. Wandern. Wo ich wahrscheinlich jetzt hier hart gefickt wäre, weil ich bestimmt welche hier lang kommen. Aber zumindest habe ich sie aufgehalten, auch wenn es nur 10 Sekunden waren. Okay. Und diese, du hässlicher Wichser! Warum? Weil ich nicht gesehen habe, dass du dort bist. Alter, ich bereit. Das geschieht ja, ey, sofort. Doch mal nicht. Wow, Leute. Der hat eine Minigun. Ja, der hat eine Minigun. Ja, nett. Ja? Ey, du bist so ein Assi. Ich hatte ihn anfangs gar nicht gesehen, aber bloß gesehen, da knallt's und dann war auf einmal da, hab ich gedacht, naja, Vollgas. Der hat ihn da gebaut. Ein heftiger Rückstoß. Da hinten ist er mit seiner Minigun. Das schabelt natürlich schön, ne? Die Minigun schabelt schön, ja. Das ist jetzt alles schön in der Base kassieren oder was? Wow. So, Raketenwerfer wieder dabei. Pui. Oh oh. Aber gegen die Raketen kannst du ja gar nichts machen. Die Gelenkraketen, ne? Ich wüsste auf jeden Fall jetzt nicht, dass es Täuschkörper gibt. Ja gut, du kannst dich halt in der Deckung verstecken, ne? Aber das war's dann noch. Ne? Kommt einer und captured. Defeat. Ja. Kurz vor Schluss noch 3 Punkte geholt bei uns und dann natürlich so haben wir dann verloren. War natürlich super, ne? Dann in diesem Sinne, meine lieben Freunde, aber auf jeden Fall erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich muss hier mal noch ein bisschen umrüsten, dass die Kanone noch etwas höher kommt und dann, ne, geht's weiter. Lasst das Däumchen da. Bis dahin. Tschüss.